Hier ist der Toni und in diesem Video zeige ich dir, wie du mit meiner Keyword-Recherche deine richtigen Keywords findest und sogar auch neue profitable Nischen vielleicht daraus noch ableiten kannst. Du bekommst genau die Zeit, wie du sie hier siehst, weiters eine Excel-Tabelle mit genau denselben Daten. Anhand dieser Excel-Tabelle kannst du eben die Daten, wie du willst, nach deinen Vorgaben filtern und sortieren. Ich zeige dir das nachher ganz genau, wie das funktioniert. Im Weiteren bekommst du auch eine Textdatei, wo verschiedene weiterführende Links drauf sind, unter anderem eben auch zu dieser Google Drive Datei. Die kannst du also herunterladen, du kannst sie drucken und so weiter. Hier ist noch der Link zu einem Erklärvideo bei YouTube. Und hier sind also alle diese Spalten, die du in der Keyword-Recherche, in der Analyse siehst, beschrieben. Hier steht also zu jeder Spalte, was sie bedeutet, damit du dir ein Bild machen kannst und auch siehst, wie du die Daten irgendwie interpretieren kannst. Oder was du aus diesen Daten herauslesen kannst, um dann für dich deine richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Okay? Das ist also alles beschrieben. Du siehst jetzt zum Beispiel, wenn wir hier sind bei der Konkurrenzstärke, 30% oder weniger, dann ist es relativ einfach. 40% oder darunter ist mittelmäßig. Also können wir hier schon mal hingehen und sagen, okay, was unter 40% ist, das ist machbar. Und zwar relativ gut machbar. Sogar machbar ist es bis 50%. Das ist je nachdem, und wie viel Erfahrung man schon hat und einfach halt. Logischerweise ist es, je stärker die Konkurrenz ist, desto mehr Arbeit muss ich dann auch irgendwie investieren, desto mehr Zeit vielleicht auch, um das Ergebnis zu erzielen, was ich mir wünsche. Genau. Okay, also du findest hier alle diese Sachen aufgelistet, erklärt und so weiter. Okay, lass uns gleich beginnen mit der PDF-Datei. Und du siehst hier schon mal mit der farbigen Grafik, dass du auf einen Blick schon gewisse Sachen herauslesen kannst. Du siehst hier den Nischenwert, und je grüner dieser Balken ist, desto größer ist das Nischenpotenzial des jeweiligen Keywords. Also ich sehe schon mal Kleiderschrank, großes Nischenpotenzial. Wenn ich das so auf die Schnelle anschaue, der Konkurrenzwert, der ist so im unteren Drittel und hat wirklich 74.000 monatliche Suchabfragen hier für google.de in Deutschland. Also das ist schon mal genial. Ich muss gar nicht lange suchen, ich kann eigentlich grundsätzlich hier hingehen und sagen, okay, von oben nach unten, die für mich relevanten Keywords ziehe ich da raus. An diesem Beispiel habe ich nach Betten gesucht, da kommt natürlich IKEA-Betten, okay. Müsste ich jetzt schauen, wenn ich da mit IKEA zusammen irgendwas machen könnte. Du siehst, das sind fast 50.000 Abfragen, die pro Monat kommen für IKEA-Betten und so weiter. Aber das nächste, wo auf jeden Fall der Kleiderschrank ist, ist vielleicht nicht so direkt für das Thema Betten geeignet, aber das könnte jetzt gerade schon mal eine Idee sein für eine eigene Nische. Ich habe schon quasi hier eine Idee, Kleiderschrank, warum mache ich das? Könnte ich machen. Ich mache eine eigene Nischenseite, Kleiderschrank, okay? Die ursprüngliche Idee war jetzt Betten, okay, hier ist das erste Keyword, was dazu wirklich passt. Bett, 140x200. Dann käme hier vielleicht schon eine weitere Nischenidee, Schlafzimmer. Jetzt zum Thema Betten, Hochbett, das wäre das nächste. Bett 180x200, Bettwäsche, also du siehst, dann Kinderbetten, Jugendbett,
Babybett, Bett kaufen. Also du siehst, im Prinzip habe ich meine Keywords für die Nischenseite Betten, die habe ich hier 1, 2 beisammen quasi. Jetzt ist es natürlich nicht immer ganz so einfach. Es kann natürlich sein, dass es bei verschiedenen Keywords halt da fast keinen Nischenwert gibt oder alle praktisch denselben. Und dann ist es natürlich dann nicht immer gerade so einfach. Ja, auch hier, meine, es gibt hier natürlich auch verschiedene Sachen, die auch noch interessant sind. Wieder hier das Feuilletonbett oder Doppelbett. Also es gibt dann da schon noch interessante Keywords, also auch wenn es hier der Nischenwert an der Stelle nicht mehr so grün ist. Aber du siehst einfach, wohin die ganze Sache geht. Und gut, wir können das mal in der Excel-Tabelle anschauen, wie wir die Sachen so aussortieren. Ich sage jetzt, okay, ich möchte jetzt einfach mal nur noch die Sachen angezeigt haben, die auch einen Konkurrenzwert unter 40 haben. Okay, ich markiere also die ganze Tabelle, gehe hier auf Daten, Filter, Standardfilter und dann sage ich also hier Top 1 bis 10 und da wählen wir aus kleiner gleich den Wert 40. Und das ist einfach so allgemeine Sachen wie Möbel oder Rollermöbel, IKEA und so weiter. Gut, IKEA kämen wir wahrscheinlich jetzt doch trotzdem rein, aber da Roller kaufen, das ist es vielleicht nicht ganz so das, was zum Thema passt. Da sage ich, okay, dann soll noch beim Begriff so enthalten sein, Bett. Und sagen wir einfach mal BET für Bett. Also, dass das irgendwie so, das soll irgendwie drin sein, genau. Und jetzt klicke ich hier auf OK. Jetzt ist die Liste natürlich schon wesentlich geschrumpft und vor allem, ich sehe jetzt nur noch Keywords, Keyword-Ideen, die einen Konkurrenzwert unter 40 haben in den durchschnittlichen Top 10. Okay, also du siehst hier, Bett 1,40 mal 200 wäre was, Hochbett, Bett 1,80 mal 200, Klappbett, das Feuilletonbett, Bett 1,20 mal 200, Himmelbett, Jugendbett, gut, das Bettenlager, das würde ich eher wegnehmen, Bettgestell 1,40 mal 200, das ist also ein Thema, das öfters gesucht wird, französisches Bett. Bett kaufen, Bett selber bauen, okay, immerhin fast 10.000, die nach diesem Begriff suchen. Also das wäre jetzt quasi, könnte hier sogar eine eigene Nischenseite machen, wo man dann nachher die ganze Geschichte da aufrollt und da das Zubehör und was es alles braucht und wie man ein Bett selber baut. Das wäre also quasi schon eine nächste Nischenseite, eine nächste Nischenidee, die jetzt einfach mal so hier mit der Keyword-Recherche schon so nebenher kommt. Okay? Metallbett, Betten kaufen, dann die Mehrzahl, Betten 1,40, 200 und so weiter. Du siehst also, oder auch hier wieder das Bett 90 mal 200. Also die kannst du jetzt quasi von oben nach unten fast jedes nehmen. Genau. Und dann hast du effektiv quasi mit dem höchsten Nischenpotenzial abwärts auch schon, also dann, meine, wenn wir jetzt ganz nach unten gehen, da gibt es natürlich dann auch vielleicht, gut, auch hier durch das Doppelbett 200 mal 200, das wird 1300 mal gesucht, aber Doppelbett, Doppelbetten haben wir wahrscheinlich hier weiter oben auch schon mal gehabt. Dann macht es einfach dann Sinn, dass du vielleicht eben dieses Maß 200 mal 200 auch irgendwie mit in deine Seite einbaust, damit du eben diesen Begriff auch abholst. Aber wenn wir es vielleicht eins nehmen, dann, dass nicht so viel gesucht wird. Barockbetten zum Beispiel, aber du siehst, das hat auch nur einen Nischenwert von 2, wird auch dann nur lediglich 170 Mal gesucht. Wenn du dich natürlich auf ganz spezielle
untermischen, spezialisieren willst, ja, dann kann das natürlich irgendwas sein. Oder hier Betten 90 mal 1,80, das wird 30 Mal gesucht. Wir können es natürlich auch anders machen, dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, ich möchte das einfach mal grundsätzlich nicht nach dem Nischenwert sortiert haben, sondern nach den monatlichen Suchabfragen. Das kannst du natürlich machen. Wenn jetzt für dieses Keyword an der Stelle sind einfach sehr, sehr viele Begriffe mit einem hohen bis sehr hohen Nischenwert vorhanden. Das ist nicht immer bei jedem Keyword so. Und da kann es dann vielleicht je nach Keyword eben sinnvoller sein, dass man es eben nicht nach dem Nischenwert sortiert, sondern eben nach den monatlichen Suchbegriffen. Da kann ich natürlich auch hier hingehen, Daten, und dann gehe ich hier auf Sortieren und da wähle ich an der Stelle also monatliche Suchabfragen, wähle absteigend und klicke auf OK. Jetzt wird mir diese Liste dementsprechend so sortiert und dann würde ich sagen, nehmen wir auch wieder hier das Hochbett, da Feuchtturmbett, Himmelbett, Bett, Klappbett, Jugendbett und so weiter. All die Sachen kommen jetzt einfach auch wieder. Die sind jetzt vielleicht jetzt bei diesem Keyword teilweise in einer etwas anderen Reihenfolge. Aber du siehst, wohin es geht oder wie das Ganze funktioniert, dass du die wichtigsten, die relevantesten Keywords eben relativ schnell findest. Und dann wählst du diese eben wirklich aus, schreibst sie raus oder markierst die einfach, diese Sachen, die du haben möchtest. Also markierst die Spalte. Dann nehmen wir auch das hier, das runde Bett zum Beispiel noch und so weiter. Babybett, Betten günstig, Phaetonbett, Doppelbetten, günstige Betten, Polsterbett, 100 mal 200, Bett mit Schubladen. Also du siehst, du kannst dir da einfach die markieren, indem du die String-Taste oder Ctrl-L-Taste, also die Ctrl-Taste, die Ctrl-L-Taste gleichzeitig drückst, wenn du eine Spalte auswählst und dann werden die markiert und dann kannst du die nämlich dann quasi einfach kopieren und erstellst dann eine neue Liste zum Beispiel. Also du machst hier neues Tabellendokument. So. Da gehen wir jetzt einfach hin und fügen die ganzen Sachen, wo wir vorhin kopiert haben, ein. Dann hast du deine Keywords schon rausgeholt, die jetzt für dich wichtig sind. Und jetzt kannst du hier hingehen und sagen, okay, das sind jetzt meine Themen. Ich muss jetzt irgendwie in verschiedene Kategorien oder Unterthemen sortieren für meine Seite und dann hast du die Seitenstruktur und alles steht quasi schon und du hast die Themen vorgegeben und weißt genau, wo was reinkommt. Also grundsätzlich geht das also wirklich sehr, sehr einfach, dass du wirklich nach deinen Vorgaben, nach deinen Ideen oder deinen Vorstellungen die Liste sortieren kannst. Ich meine, jetzt haben wir gesehen, Schrankbetten und so weiter, also Schlafzimmer war noch irgendein Thema. Jetzt kann ich natürlich hingehen, Daten, Filter, suche den alten Filter mal entfernen und mache halt einen neuen und dann sage ich, beim Begriff soll jetzt enthalten sein, das Wort, was hatten wir, Schrank?
Also, dass das Wort Schrank drinnen vorkommt. So. Und jetzt siehst du, kommen also Schrankbetten, Bett mit Schrank, Bettschrank, Schrankbett, Bett mit Schrank. Also hast du schon mal die Sachen auch schon beisammen. Also das wäre jetzt wirklich, wenn du das so anschaust, das sind weit über 4000 Suchabfragen monatlich. Das ist also offenbar ein Thema. Das könntest du jetzt als Unterthema nehmen für deine Bettenseite. Genau. Oder was haben wir noch? Schlafzimmer. Genau, Schlafzimmer ist noch ein Thema. Mal schauen. Das wäre eben unter Umständen sogar eine Idee für eine weitere Seite. Dass wir sagen, hier bei monatlichen Suchabfragen soll enthalten sein. Schlaf. Okay. So, da kommt nichts. Wir hatten doch aber Schlafzimmer. Okay. Machen wir es nochmals. Beim Begriff. Wo haben wir es? Enthält, jawohl. Und da soll eben Schlaf. Einfach Schlaf oder Schlaf soll drinnen vorkommen. So, jetzt haben wir das, du siehst es hier, da haben wir eine ganze Menge. Schlafzimmer einrichten, Schlafzimmermöbel, komplett Schlafzimmer, Schlafzimmerschränke, Schlafzimmer komplett, günstig, moderne Schlafzimmer, Schlafzimmerbett, Schlafzimmer kaufen, Schlafzimmermöbel. Also das ist, im Prinzip haben wir hier schon eine komplett weitere Nischenseite schon beisammen. Wir können jetzt eine Nischenseite machen, Schlafzimmer, und hier haben wir schon die Themen quasi vorgegeben. Die haben wir. Du siehst, wenn wir jetzt alle diese Begriffe nehmen, das ist also, das geht irgendwie gegen 15.000 Abfragen monatlich. Und dann haben, das ist Schlafzimmerbetten ist ein Thema, Schlafzimmerbett, hier die Einzahl. Also du siehst, es kann so einfach sein. Natürlich ist es nicht bei jedem Keyword so, und je spezifischer man natürlich in eine Nische eintaucht, umso weniger Suchabfragen gibt es natürlich in der Regel. Die nehmen dann auch ab, und aber dafür sind sie einfach ganz, ganz spezifisch dann. Und ja, es gibt sicher Themen, einfach, wo es nicht ganz so einfach ist, die richtigen Keywords herauszufinden. Aber weil ich dir ja die ähnlichen, die verwandten und die Synonyme für dein Thema liefere, hast du eine wirklich große Bandbreite und kannst dementsprechend durch das Ausfiltern und Sortieren von gewissen Phrasen oder Textteile, die drin enthalten sein sollen, halt das für dich Relevante heraussuchen, und das verwendest du. Und dann bist du effektiv in der Lage, deine Nischenseite mit auch den wirklich effektiv gesuchten Keywords zu erstellen. Und dann ist die Voraussetzung schon mal gegeben. Also du machst die Seite genau mit den Begriffen, die auch wirklich gesucht werden. Und das ist das Wichtigste. Es bringt dir nichts, auf Begriffe zu optimieren, die zwei-, dreimal, zehnmal gesucht werden, also quasi die kein Schwein sucht. Dann nützt es dich überhaupt nicht, wenn du dort auf der ersten Seite bist. Du bekommst damit keine Besucher. Du musst die Seite, deine Nischenseite, auf Begriffe hin optimieren, die auch wirklich gesucht werden. Und
solltest du jetzt mit deiner Idee feststellen, nach dieser Analyse, dass die halt einfach wirklich nicht gesucht ist, dann schau mal einfach mal, was da vielleicht irgendeine Idee sonst mit einem ähnlichen Begriff, der hier auch aufgetaucht ist, ob das vielleicht eher etwas bringt, oder leg sie mal auf die Seite und such dir eine neue Nische. Du siehst es einfach jetzt hier am Begriff Betten. Da haben wir nach Betten gesucht, wir haben dort x Keywords gefunden, die passen. Wir haben nebenher das Keyword Schlafzimmer identifiziert und können daher eine Nischenseite machen. Wir können es mit dem Kleiderschrank machen. Eine eigene Nischenseite mit Kleiderschränken. Und da war doch noch ein Keyword mit Betten selber machen. Theoretisch könnte man jetzt noch in diese Richtung Do It Yourself auch noch eine Seite machen. Also das war jetzt eine einzige Keyword-Abfrage und ich kann hier locker drei, vier Nischenseiten erstellen, nur mit quasi jetzt aus den Resultaten dieser einen einzigen Analyse. Okay, also du siehst, wie das Ganze so abläuft, wohin es geht, was alles möglich ist. Schau es dir einfach mal an und vor allem schau dir auch wirklich hier an, was diese Spalten alles bedeuten. Damit du dir effektiv auch ein Bild machen kannst, was ist für dich jetzt an der Stelle wichtig? Oder welche Spalte hat mehr Gewicht jetzt im Moment für dich als eine andere? Weil das sind auch wichtige Punkte. Denn wenn du organischen Traffic haben möchtest, dann solltest du darauf achten, dass die Konkurrenz nicht allzu groß ist oder die Konkurrenzstärke. Andererseits, wenn du sowieso AdWords-Werbung schalten möchtest, dann spielt, sage ich mal, an der Stelle die Konkurrenz im organischen Bereich nicht so eine große Rolle, sondern dann ist es wichtiger, wie hoch ist der Wettbewerb innerhalb AdWords und die Klickpreise in AdWords. Das sind dann die Sachen, die dich an der Stelle mehr interessieren. Und das sind genau die Punkte. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass du, wenn du eine Nischenseite nebenher aufbauen möchtest, dass es hier ums organische Ranking geht. Und daher habe ich ja auch drei Spalten einzig für die Stärke der Konkurrenz, respektive vier Spalten in meiner Analyse drin. Also das hat bei mir einen wirklich großen Stellenwert, dass du also der durchschnittliche Wert in den Top 10 siehst, dann aufgeschlüsselt auf die Top 3, dann auf die Plätze 4 bis 7 und noch die letzten drei Plätze 8, 9 und 10 auf der ersten Seite. Damit du eben auch einen Unterschied siehst, das sieht man jetzt bei dem auch schon ganz gut. Der durchschnittliche Wert liegt so im unteren Drittel, so im Drittelbereich, auch in den Top 1 bis 3 in etwa da. Aber im mittleren Bereich, 4 bis 7, ist der Konkurrenz oder die Konkurrenzstärke doch weniger stark und ausgeprägt, ziemlich ausgeprägt auf den Plätzen 8, 9 und 10. Also du siehst, es ist hier quasi einfacher, unter die Top 7 zu kommen, als in die Plätze 8, 9 und 10. Das sind einfach so wichtige Sachen. Und wie gesagt, andererseits, wenn du AdWords-Werbung schalten möchtest, dann interessiert dich dann eher diese Spalte hier mit dem Wettbewerb, mit dem AdWords-Wettbewerb und auch die Klickpreise. Dann sind eben die Sachen dann für dich eher wichtiger, statt wie es im organischen Bereich ausschaut. Okay, also du siehst, du kannst also je nachdem, was für dich besser passt, du findest alle Angaben, alle Daten und ich wünsche dir an der Stelle viel, viel, viel Erfolg und ja, mach's gut und bring deine Nischenseite in die Top 10. Okay, viel Erfolg damit.